gonna tell you right now, cause she's the one I'm thinking of. Hey, also weltgrößte Kuckucksuhr. Jo. Schön aus Holz. Kostet 2 Euro Eintritt pro Person. Aber für Uhrenliebhaber lohnt es sich. Jo. Oder auch für Technikbegeisterte. Schon cool. Ja. Oh ja. Oh ja. Stehen jetzt hier oben auf so einer Promenade. So, da oben ist der Kuckuck. Der Kuckuck.
Das war schön hier. Jupp. So, dann gehen wir mal zur Donauquelle. Ja, nur aufpassen, hier geht es mal richtig ab, aber ist Gott sei Dank nicht so tief. So, also die Donau, die Donauquelle entspringt bei der Martinskapelle im Schwarzwald und heißt am Anfang Brege. Und erst in Donaueschingen, wo sie mit der Briegach zusammenkommt, heißt sie danach Donau. Ne? Ja, dann heißt hier ist aber der Donauursprung. Hier ist der Donau-Ursprung. Die aber eigentlich hier Brege. Ja. Aber es wurden Untersuchungen angestellt von Geologen und die haben dann mit Fernversuchen haben sie festgestellt, dass hier die Brege, hier die Donau entspringt quasi. Und wir waren da. Ja, und kalt. Ja, ist schön, ein bisschen frisch. Aber sonnig. Aber hier ist im Schatten. Und das merkt man. Aber ganz ehrlich, hier möchte ich im Sommer nicht hochfahren. Hier muss er echt aufpassen. Hier kommen die Autos entgegen. Und also zwei PKWs passen auch nicht. Das liegt jetzt nicht an unserem Dicken, dass wir öfters anhalten mussten. Und einer musste gerade zurückfahren. Ja. Kollege aus Wiesbaden, schönen Dank, falls du das sehen solltest. Aber, ja, mein Gott, ne? Aber nett hier. Nutzt's. Nee, nett ist eine kleine Uhr. Schön hier. Schön hier, ja. So, und wir fahren jetzt Richtung Titisee. Jo, und gucken da mal nach einem schönen Stellplatz. Thank you.
trip to Mars, nothing.